Das 20. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen geht an diesem Wochenende zu Ende. Es ist inzwischen hinter der Berlinale das zweitgrößte Filmfestival Deutschlands. Auf der Parkinsel am Rhein mit den Zeltkinos und einem großen Freiluftkino waren auch diesmal wieder viele Stars zu Gast. Neben Christoph Maria Herbst und Joachim Kroll wurde in diesem Jahr auch Liv-Lisa Fries mit einem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet. Im Jubiläumsjahr gab es einen neuen Besucherrekord. Das kann man nicht toppen. Wir können nur hoffen, dass wir das Niveau halten. Da wären wir schon sehr gut, weil wir sind mit diesen 125.000 Besuchern das nach der Berlinale zweitgrößte Festival Deutschlands. Und das in Ludwigshafen.